Filmfreunde, hier auf dem dreckigen Kanal vom guten alten Wohis 82 zu einem neuen Video mit mich. Nämlich, ich war jetzt auch längere Zeit Abstinenz aufgrund von Corona. Ja. Also ich hatte es nicht, aber es ist natürlich beruflich dann nicht ganz so einfach gewesen mit Amtshilfe und so weiter und so fort. Diesen ganzen Pipapo, ja. Ja, so wie es aussieht, werden wir ja bis kurz vor Weihnachten weiterhin so einen Lockdown-Light miterleben dürfen. Da bekommt das Lied Stille Nacht eine ganz neue Bedeutung, ja? Wenn die Omi dieses Jahr nicht kommen darf. Für manche Menschen soll das ja ein Segen sein. Also ich bin nicht böse drüber, wenn meine Schwiegermutter Weihnachten nicht kommt. Hm? Ganz ehrlich, die Pullover und Socken, die sie uns jedes Jahr schenkt, die kann sie behalten. Ja, da muss ich es jetzt nicht unbedingt im Haus haben, wie immer. Aber ich habe mir letztens erst sagen lassen von einem ganz schlauen Menschen, Hass und Hetze haben hier auf YouTube keinen Platz. Hey, fuck you. Ja, das interessiert mich nämlich nicht. Politisch korrekt oder sonst irgendwas bin ich nämlich nicht. Das werde ich auch nie sein. Auch nicht hier auf YouTube. Ja, also ganz cool bleiben. Ja. Ich mache nach wie vor das, was ich gerne machen möchte. Und wenn es denn nur verschobener Humor ist, dann soll dem eben so sein, ja, und wenn dir das nicht passt, da ist die Tür, ja, dann mach doch deinen eigenen Lockdown, du Ratte, ja, von mir aus oder sonst irgendwas, okay, bevor ich jetzt wieder in irgendwelche Hass-Tiraden verfalle, was gibt's Neues, naja, die Fitnessstudios kommen zu, die Puffs auch, kann das sein, also ich weiß es ja nicht, aber ich habe einen guten Bekannten von einem Bekannten, dessen Bekannter, also den kenne ich jetzt nicht, aber der geht relativ häufig im Puff. Und der sitzt jetzt natürlich Vollgas auf den Trockenen, ja, also das ist ja unfassbar. Ne, dem wird quasi schon der Samen flockig, kann man sagen, das zieht, kann ich euch sagen, das ist ja wirklich, naja. Gehen wir rein in die Olga, würde ich sagen, und machen heute ein kleines Update-Video, nämlich, ich konnte mich nie entscheiden, was ich zuerst machen möchte. Und zwar würde ich euch da gerne um eure Mithilfe bitten. Als nächstes würde mir vorschweben, entweder Retro-Filmen, die großen Hardboxen, oder aber die großen Hardboxen von 84. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr dafür besser halten würdet. Und dem würde ich mich dann quasi nahtlos anschließen. Wäre beides möglich. Ich wusste nicht genau, was ich machen möchte von beiden. Deswegen machen wir erstmal ein kleines Update. Okay, es ist nicht so viel wie die letzten beiden Male, muss ich ganz ehrlich gestehen auch. In den letzten zwei Monaten hat sie jetzt nicht ganz so viel angesammelt, aber es ist trotzdem ein Haufen. Deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mal ganz vorne. Das Ganze ist jetzt sang- und klanglos, einfach nur ein bisschen noch Label sortiert, ansonsten noch Nummern und so weiter nicht. Ich werde auch wie immer jetzt nicht jede Box öffnen an dieser Stelle und so weiter. Manche sind noch eingepackt und bei manchen macht es ja jetzt keinen Sinn in diesem Rahmen, weil sonst würde das hier Vollgas die Zeit sprengen. Ja, und das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Okay, wollen wir anfangen und wir starten mit Karate, Küsse, blonde Katzen oder The Bot Squad. Alter, leider habe ich den Film noch nicht geguckt. Habe ich mir aber wärmstens vom Hille empfehlen lassen. Hier hinten sehen wir nämlich schon mal Titten blitzen, was ja immer für mich, ja, was ich immer hervorragend finde. Passt mal auf, ich lese euch mal die Tagline vor, okay? Nur, dass ihr wisst, was es sich handelt. Das ist eine kleine Hardbox für NSM. Hat mir der gute Admiral verscheuert. Nämlich, der hatte die noch übrig, also willst du die haben? Also, naja, scheiß der Papst im Wald, gewährt das Ding. So sieht das Ganze aus. Kleine Hardbox von NSM, die sind ja hinlänglich bekannt, hoppala. Ne? In diesem weißen Cover auf 222 Stück limitiert. Wen es interessiert, der Vollständigkeit habe ich hiermit gesagt. Jetzt passt mal auf die Tagline. Ja? Nur, dass ihr mal wisst, was euch erwartet. Und dann werdet ihr sehen, ihr braucht diesen Film. Nämlich Karate, Küsse, blonde Katzen ist ein echtes Juwel der Bahnhofskino-Ära. Ein Hohelied auf eine Zeit, in der Frauen noch Schlaghosen und Männer Koteletten trugen. Unbekümmerte Sprüche rissen und sich zu funkiger Musik die Seele aus dem Leib prügelten. Schulmädchen-Reportschöpfer Ernst Hofbauer und Hongkong-Wunderkind Kwai Chi Hung, der uns so unvergessliche Klassiker wie das Bambuscamp der Frauen schenkte, beschworen in dieser deutsch-chinesischen Shaw Brothers Wundertüte bereits im Jahre 74 den modernen Geist internationaler Völkerverständigung. Schmeckt garantiert besser als alter Opa hinterm linken Ei. Und sieht auch besser aus. Na, leck mir doch einer die Sacknaht. Das ist natürlich, wenn man sowas liest, ist man sofort geneigt, dort mal reinzuschalten. Werde ich auch demnächst hoffentlich mal einen Angriff nehmen dürfen. Leider hat mir zuletzt die Zeit gefehlt. Aber naja, ich habe auch weniger Zeit wie der Opa hinterm linken Ei. Ja. Dann machen wir weiter mit
Bethmanns Materialschlacht, dem neuen Album von Materialschlacht, auf dessen ich quasi das Schlagzeug gespielt habe, ja, also quasi sozusagen. Eine ganz wunderbare Sache, ein hervorragendes Album. Hier mal wieder ein bisschen Eigenwerbung. Das Ganze gibt es hier als große Promo-Hardbox, ja, Not for Sale Promo. Wenn ihr sowas abgreifen möchtet, dann einfach mal beim Materialschlacht, gibt es bei Facebook. Dort bestellen, wenn euch das Album interessiert. Ich sage euch, es lohnt sich. Schöner Assi-Punk, 100% politikfrei, Gott sei Dank, und 200% spaßig. Absolut genial, die Werkschau von 1989 bis 2020. Ein Highlight vor dem Herrn, läuft bei mir auch selbst rauf und runter. Ja, man soll es nicht glauben, wenn man was selbst mit erarbeitet, hat man sich ja meistens schon vorher satt gehört, aber es läuft bei mir immer noch regelmäßig. Also wenn ihr wollt, da gebt ihr nochmal Bescheid. Ja, gar keine Sache, es sind bestimmt noch Exemplare da. Einfach mal nachgucken und dort ordern. Gute Musik, ja, und handgemachte Musik ist ja nach wie vor etwas ganz Besonderes. Und auch hier hat uns der Andreas Behmann was ganz Besonderes beschert, nämlich die große Hardbox. Da drin befindet sich ganz einfach das Album als CD. Ja. Normalerweise gibt es das ja nur als LP mit CD-Beilage. Hier ist jetzt nur die CD drin. Das Ganze ist hier in der Schutzhülle, weil meine ist von den Jungs signiert, auf die ich mich schon wahnsinnig freue. Die nächste Probe ist quasi schon ums Eck. Noch gut eine Woche und dann ist es endlich wieder soweit. Ich freue mich auf euch. Ja. Wie sonst auch immer, geniale Sache. Es wäre natürlich schön, wenn ihr der ein oder andere ein bisschen Anteilnahme nimmt, wenn euch das interessiert. Ja. Wunderschöner, gerader deutscher Rock, dann seid doch bei mir und guckt und hört doch mal mit rein. Wäre auf jeden Fall prima. Will uns noch einiges von uns hören, Gott sei Dank. Ja. Dann machen wir weiter mit Absolut Video und auch wieder einem ganz besonderen Mann, dem Mike Ude, nämlich der Chef von Absolut Video. Ein deutscher Independent-Regisseur, nenne ich es jetzt einfach mal. Ihr wisst, ich mag dieses Amateurwort nicht, weil das fürchterlich abwertend klingt. Hier mit The Butcher 1 und 2. The Butcher 2, den kenne ich. The Butcher 1 weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also ist, vielleicht habe ich den mal gesehen, aber ich weiß es nicht mehr. Drauf hat mir der Mike gesagt, Mensch, ich habe noch eine Box da, willst du sie haben? Scheiße, Papst im Wald, gib her das Ding. Mit der Nummer 188 von 500 und einem Double Feature aus The Butcher 1 und The Butcher 2. Das Ganze können wir auch mal öffnen. Der Mike Ude legt nämlich sehr viel Wert eben auf Inhalt. Hier wurde mir das Ganze signiert, ja, wie ihr hier sehen könnt, wie immer eine wunderschöne Sache, The Butcher 1 und 2, freue mich auch schon riesig drauf, Teil 2 und 3 waren ja ziemlich gut, den ersten Teil, wie gesagt, muss ich passen, hier im wunderschönen, ich hoffe, ich habe euch das jetzt auch ausgiebig gezeigt, in dieser wunderschönen großen Hardbox, Absolut Video und The Butcher 1 und 2. Dann machen wir weiter mit Devil's Meat. Bleiben bei Absolut Video und einem Film von Mike Ude, nämlich Devil's Meat. Sein erster, ja, ist das. In dieser Matt-Optik auch wieder wunderschön geworden. Ja, ein hervorragendes Teil. Ich habe hier die Nummer 44 von 50. Ja, hier ist ganz viel enthalten. Also da lacht das Sammlerherz. Ja, der DVD-Inhalt, nämlich Devil's Meat von 1989. Hinter den Kulissen von Devil's Meat. Dann haben wir Draculas Blutexzesse von 2009. Flucht ins Grauen von 1991, Der Werwolf, erste Killer-Szenen von nicht veröffentlichten Filmen 1990, nicht veröffentlichte Butcher-Szene von 92, Mein lieber Papa von 2013 und der Absurd-Filmbericht 1 und der Absurd-Filmbericht 2. Mehr geht nicht. Ja, dazu haben wir hier Devil's Meat, ist Mike Udes erster Horrorfilm, den er im Alter von 15 Jahren drehte. Da bin ich auch schon gespannt drauf, konnte ich noch nicht sichten. Wunderschöne Sache, auch hier Absurd Video und Devil's Meat. Machen weiter mit Absolut Video und Tuberkulose 1. Die beiden Filme sind hervorragend. Hier oben haben wir den guten Sigi mit seiner Anne-Kathrin. Ja, ein Running Gag, was habe ich dich getan? Ja, eine Gag-Granate, das ist pfeift, finde ich einfach nur herrlich. Habe ich auch schon mit verschiedenen Leuten des Öfteren gesichtet und wir waren begeistert davon. Ja. Genialer Humor, schön umgesetzt, schön gespielt. Also für das, was ist, absolut einzigartig. Hebt sich so dermaßen von der Masse ab und war einfach nur hervorragend mit anzusehen. Bitte, bitte mehr davon. Auch hier ein wunderschöner Nachbau von Absolut Video. Da sehen wir das nochmal. Auch das können wir mal öffnen. Ah ja, bei Devil's Meat habe ich das übrigens gerade ausgelassen. Das werde ich gleich noch nachholen, weil wieso, das lohnt sich eigentlich immer. Ja, hier sehen wir das. Da kommt wieder die Disc. Auch hier wieder signiert. Ja. Hier ist jetzt ja nichts mehr drin, weil ja gerade die Disc geflogen kam. Augenblick.
Wie gesagt, es kann natürlich sein, dass die eine oder andere Box ich schon an anderer Stelle mit vorgestellt habe. Nehmt mir das bitte nicht krumm, aber ich wusste das jetzt nicht mehr so genau. Darin haben wir ein Filmfoto und die typische Absolut VHS-Karte. Hervorragend wie immer mit sehr viel Liebe umgesetzt. Ich spitze schon ganz kurz zurück zu Devil's Meat, dass ihr das auch noch gesehen habt. Auch hier nämlich, genau. Hier hat mir der gute Mike dann quasi das Bild, das sich im Inneren eingeklebt befindet, signiert. Hier ist dann die Disc und die Absolut Video Visitenkarte. Von diesen habe ich schon mehrere. Auf jeden Fall mit sehr viel Liebe gemacht. Und machen weiter mit einem Film von Andreas Bethmann. Auch hier von Absolut Video. Exitus Interruptus. Der Tod ist erst der Anfang. Einem von Andreas Bethmanns besten Filmen, meiner Meinung nach. Den fand ich ziemlich gut. Es war auch der erste Film, den er wirklich am Stück so gedreht hat und ihn auch so drehen konnte, wie er sich das tatsächlich vorgestellt hat. Auf diesen Film war er damals sehr stolz. Das sieht man hier dann auch im Bonusmaterial übrigens. Da gibt es halt ein Interview mit dem guten Andreas, wo er uns das auch nochmal nahe bringt, dass er den Film damals ziemlich gut fand, wie er heute sozusagen dagegen steht. Da müsst ihr ihn selbst fragen, ja, das weiß ich nicht. Ich habe den auf jeden Fall sehr, sehr genossen. Geniales Teil. Gibt es ja auch so schon von X-Rated natürlich, aber hier hat sich der gute Mike Ude noch einmal an eine Veröffentlichung getraut, die meiner Meinung nach fantastisch ist. Ich habe hier die Nummer 22 von 55. Ja, einfach nur eine wunderschöne Arbeit. Auch hier können wir das mal aufmachen. Ich habe das nämlich ein bisschen besonders machen lassen. Hier haben wir dann die beiden Discs, ja, das Ganze mit Soundtrack. Und darin befindet sich neben dem Absolut Video VHS-Kärtchen, ja, dann noch dieses Foto von Mike Ude und Andreas Bethmann. Das haben wir hier beide signiert. Hier der Mike Ude, da der Andreas Bethmann. Ja, und hier steht er auch noch für Ebbe. Wunderschöne Sache. Ja. Ich habe einfach Kontakt zu beiden Herren. Deswegen hat sich das halt so ergeben, dass sie mir beide das Ganze gerne signiert haben, worüber ich mich sehr freue und wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Ja, schön, dass es sich so ergeben hat. Starkes Teil, schöne Box. Machen weiter mit Schock Entertainment und Examen. Ich habe Samen gesagt, ja. Der Film war tatsächlich ganz gut. Ein alter Slasher, der mich sehr gut unterhalten hat. Äußerst atmosphärisch gewesen. Habe ich einst mal auf VHS geguckt in einer furchtbar schlechten Qualität, das weiß ich noch. Und habe mich dann sehr gefreut, als der Film jetzt dann in einer großen Hardbox herauskam. Habe ich noch nicht geöffnet. Wie man hier sieht, ist die noch zu. Die gibt es auch in Schwarz noch. Embassy Videonachbau. Limitiert das Ganze auf 11 Stück. Ja, da drin ist dann auch schon eine Blu-ray, wie man das dann hier sehen kann. Und Examen. Und machen weiter mit einem Embassy-Nachbau und gehen rüber zum Alucard Movie Shop, kurz AMS. Thomas, wenn du das hier siehst, ich grüße dich ganz herzlich. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und auch dir, sowie auch dem guten Mike Ude, danke für alles. Ja, an dieser Stelle nochmal, im letzten Jahr ist ja doch trotzdem viel passiert. Wir nähern uns am Ende des Jahres und da möchte ich einfach noch ein paar Dankeshymnen loswerden. Übrigens auch hier an dieser Stelle gegrüßt der gute Kanalchef, der vollkommen im Fitnesswahn verfallen in seinem Keller an seiner Hantelstange spielt. Den Rest könnt ihr euch selbst denken. Ja, mach's gut, wo auch immer du gerade bist. Ja, Kontakt ist vollkommen abgebrochen. Tatsächlich, was auch Corona letztendlich geschuldet ist, gehe ich mal stark davon aus. Schauen wir mal, ob sich das Ganze wieder ein bisschen entwickelt. Das Trauma. Wir bleiben also beim Embassy-Videonachbau. Das Cover hat mir sofort gefallen. Auch diesen Film habe ich einst schon auf VHS sichten dürfen. Habe mich jetzt wirklich nicht vom Hocker gehauen, glaube ich. Und habe mich trotzdem gefreut, dass er jetzt eben auf DVD erschienen ist, was ich immer relativ gut finde. Oder kommt eine Nachricht von dem Puls rein, sehe ich gerade. Wichtige Phase. Es geht bald wieder los, Gott sei Dank. Chicago hat ja seit gefühlt einem Jahr nicht mehr gespielt, fast. Das wäre natürlich super, wenn jetzt dann die NBA so langsam wieder losgeht. Endlich wieder Bulls Basketball und ich komme die Nächte um die Ohren hauen. Gott sei Dank. Ja, zum Leidwesen, ich bin jetzt in einem Alter, da merkst du das dann durchaus auch mal am nächsten Morgen. Aber das ist mir halt heilig seit vielen, vielen Jahren. Wenn die Bulls spielen, bin ich nachts dabei. Komme, was wolle. Ja.
Das Trauma nämlich, genau, ein alter Slasher, der auch ziemlich atmosphärisch war, war wirklich kein Highlight, aber ein schöner Film für zwischendurch. Ich habe mich einfach an früher erinnert, weil ich den Film schon mal gesehen habe. Deswegen habe ich mich auch gefreut, als dann die Box jetzt rauskam. Auch das hier noch verschweißt mit der Nummer 2 von 22 von AMS, das Trauma. Und machen weiter mit AMS, aber der Box für die Movie Nerds. Die Exklusivauflage für die Movie Nerds Nummer 2, nämlich mit der Nummer 8 von 33. Hier sehen wir das nochmal. Diese Box habe ich auch von AMS selbst als Nightmare Maker. Dort war es ein holländischer Videonachbau. Hier sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Film habe ich noch nicht gesehen tatsächlich. Auch hier ist die Box noch zu, weil die Box von AMS habe ich eben auch und die ist ja offen. Also werde ich mir den Film auf jeden Fall noch ansehen. Das Ganze hier ist von CMV. Hier unten sehen wir das. Auch schon eine Blu-ray drin und eine DVD. Also eine Double-Combo. Schönes Teil. Gruß an die Movie-Nerds. Wie immer sehr schön geworden nach der Lost After Dark großen Hardbox. Jetzt die Nightmare Maker Hardbox. Fantastisch. Ja. Und machen weiter mit AMS und Frankenstein bzw. Lust für Frankenstein, einem Klassiker. Tatsächlich, den habe ich auch schon unzählige Male gesehen. Starkes Teil, Lust für Frankenstein, so hieß er damals vom Marketing. Da gab es so ein Double Feature, Lust für Frankenstein und Blut für Dracula in einem furchtbar schlechten Cover. Sah richtig hässlich aus, die MRA, aber war für die damalige Zeit schon ziemlich gut. Dann kamen die CMV Glasboxen und jetzt kommt dieser wunderschöne JVC-Nachbau tatsächlich. Das Ganze ist einer JVC-Glasbox entsprungen. So sahen die früher aus. Die sollen ziemlich selten sein, diese Glasboxen von JVC. Da haben wir auch das hier hinten. Das habe ich nämlich von einem hervorragenden VHS-Sammler, Tobi, an dieser Stelle. Schöne Grüße. Alles Gute. Wir sehen uns hoffentlich sehr bald wieder, mein guter Mann. Schade, dass wir zuletzt nicht zusammen tagen konnten, aber da kommt noch was. Ich danke dir auf jeden Fall auch fürs letzte Jahr und ganz viel Input. Der hat mir nämlich erklärt, JVC ist der Erfinder des VHS-Systems. So steht es eigentlich drauf. Hier steht der Erfinder des Kultfilms. Eigentlich heißt es der Erfinder des VHS-Systems, weil JVC das Ganze wohl tatsächlich erfunden haben soll. Diese Boxen sollen recht selten sein. Ein sehr, sehr schöner Nachbau, finde ich. Gefällt mir richtig gut. Film ist genial. Also, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann bemüht euch mal drum, den euch anzuschauen. Da könnt ihr nichts falsch machen. Das ist ein geiles Teil. Das Ganze hier schon auch mit einer Blu-ray von CMV und der Nummer 6 von 22. Mit der 6 von 22. Und Frankenstein. Und machen weiter mit AMS und das Kabarett der Zombies. Einen Film, den ich ebenfalls nicht kenne. Sagt mir auch gar nichts. Ich habe mich mal ein bisschen drüber informiert. Die Kritiken sind doch nicht sehr gut ausgefallen, aber ich muss mir wie immer noch mein eigenes Urteil bilden. Natürlich, man weiß ja nie. Ja, vielleicht gefällt es ja mir, weil ich etwas verschoben bin. Es kann natürlich sein, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Das Cover hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Das Ganze ein VMP-Nachbau. Ist ein bisschen schwach gezeichnet. Fiel mir aber erst auf, als die Box dann wirklich letztendlich kam und ich feststellen musste, dass sie aussieht wie so eine Seite aus so einem Kinderbuch. Ja, aber vielleicht ist es auch Absicht. Auf jeden Fall hat mir das sofort zugesagt mit der Nummer 9 von 21 und dem Kabarett der Zombies aus dem Hause AMS. Und machen weiter mit einer Box von Retrofilm und die drei Engel auf der Todesinsel, einer der schönsten Veröffentlichungen dieses Jahres, wenn ihr mich fragt. Im alten Konstantin-Video-Nachbau. Und wieder gehen viele Grüße hier an meine lieben Hille. Hille, ich grüße dich. Wir werden uns ja auch sehr bald wiedersehen in einem unserer nächsten harte Boxen, weiche Birnenformate. Du und ich, uns verbindet ja ein bisschen was mit diesem Film tatsächlich, mehr oder weniger. Da gibt es eine kleine Geschichte dazu, denn eigentlich war der Hille der Ideengeber für diese große Hardbox. Also nicht für diese, aber er hatte die Idee, sie so zu veröffentlichen. Keine zwei Monate später kam sie dann tatsächlich so raus. Also das ist, war auf jeden Fall fantastisch. Schickes Teil, da haben wir uns auch sehr gefreut, dass sie rauskam. Die haben wir zu einem guten Kurs erstanden. Ja, bin ich auch sehr froh drüber. Soll sehr, sehr gut sein. Habe ich selbst auch noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich habe noch eine Veröffentlichung da, die ich mir auch bei Gelegenheit dann hoffentlich endlich mal ansehen kann. Mir ist leider zuletzt meine Zeit etwas rar gewesen für alles Mögliche. Ja, also das ist leider einfach so. Machen weiter mit Retrofilm. Jetzt kommen wir zu drei Boxen, die mir filmisch ja,
gar nicht zusagen, das ist so gar nicht meins, aber als Komplettist habe ich die halt noch gebraucht. Und zwar die Gesichter des Todes im Cover A von Retrofilm im alten Madison-Video-Nachbau. Die anderen Boxen hatte ich schon, Gebisser 2 bis 8 und dann eben die beiden Best-ofs. Ich habe keine davon geguckt, aber mir haben noch 3 Stück gefehlt, um eben die Cover A's komplett machen zu können. Das ist einmal der Teil 4. Hier mit der Nummer 16 von 131. Das ist einmal der Teil 5 mit der Nummer 71 von 131. Und einmal der Teil 6 mit der 126 von 131. Ja, also die Gesichter des Todes. Ja, kann man filmisch ja davon halten, was man möchte. Meins war es nicht, obwohl ja der vierte Teil relativ bekannt ist. Also das ist ja, den kennt man. Machen weiter mit XT und Grotesque, einem Sicko aus Fernost, der auch berühmt-berüchtigt ist, der tatsächlich auch ganz gut war. Hat mir noch gefehlt. Fand ich jetzt auch kein super Highlight, aber hat mich eigentlich ganz gut unterhalten. Hier dann schon die Blu-ray drin. Ja, hat mir auf XT-Seite eben noch gefehlt, deswegen habe ich da noch nachgerüstet. Das Ganze hier mit der 64 von 131 und der Blu-ray zu. Grotesque aus dem Hause XT. Machen weiter mit XT und die Geschichte der O. Den habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, hat mir nämlich gar nicht gefallen. Ja, das ist so eine Art, ja, 50 Shades of Grey vielleicht, so ein ganz kleines bisschen. Also da kommt so eine Dame in so ein Haus und die wird dann von diesem Mann und seinem älteren Kumpel da quasi erzogen und wird dann selbst irgendwann so ein Despot. Ja, so ein Erotik-Drama. Habe ich mich lange davor gedrückt, die Box zu kaufen, tatsächlich. Obwohl ich ja dann auch sehr schnell festgestellt habe, die gibt es ja schon für, da habe ich, meine ich mal, nicht mal 10 € bezahlt für die Box. Ja. Und das ist auch die letzte, die mir dann von XT gefehlt hat. Somit sind sie dann komplett. Deswegen habe ich hier zugeschlagen mit. Die Geschichte der O ist übrigens auch limitiert, irgendwo auf 1000 Stück. Das war vor 10, 15 Jahren mal noch was Annehmbares. Boxen von 2006 mit der 569 von 1000. Ist heute natürlich kein Maßstab mehr. Aber damals, gut, bei der Geschichte der U, glaube ich, war das noch nie so ganz so interessant. Aber bei anderen Filmen schon, da waren 1000 doch noch wenig. Und machen weiter mit Excess und auch dort noch 2 Boxen, die mir bisher gefehlt haben, nämlich The Riffs im Ufa-Sternen-Cover, auch hinlänglich bekannt. Wunderschöner Bronze-Endzeit-Film mit einem fürchterlich hölzernen Anthony, wie heißt er denn? Anthony Peck? Gregory Peck? Warte, warte, warte. Mark Gregory, Entschuldigung. Oh, Gregory Peck gibt es auch. Mark Gregory auf jeden Fall, genau, der spielt hier immer den Trash und er spielt immer so ein bisschen hölzern, aber ansonsten waren die eigentlich wirklich gut. Der erste Teil spricht ja für sich, hier im Ufa-Sternen-Cover, sowie auch der Riffs 2, Flucht aus der Bronx, hier im Ufa-Punkte-Cover, der war ähnlich gut. Beides mit der Nummer 230 von 333, für die, die es interessiert. Ja. Schön gemacht, aber wunderschöne Nachbauten zu starken Filmen, sind das eigentlich Repacks? Moment, ich prüfe das mal. Nee, sind keine Repacks. Sollte ich mal reinschauen. Ich habe ja noch die Auflagen von EMS, ja, in den MRAs, so wie das halt damals so gängig war. Deswegen sollte ich doch mal einen Blick riskieren. Vielleicht sind die vom Bild wesentlich besser. Okay, jetzt machen wir mit dem Löwenanteil weiter. Das war jetzt so ein quasi der Vorgeschmack. Jetzt kommt noch ein ganzer Stapel X-Rated, wo ich ja immer so ein bisschen rumwette. Bei X-Rated kaufe ich gerne. Ja. Das ist ja nach wie vor mein Stammlabel. Und dort ist ja auch einiges angesammelt. Und ich wollte jetzt eigentlich auch nicht warten, bis die irgendwann mal drankommen im Voice Goes to Apple Format. Das ja zurzeit ein bisschen brach liegt. Weil mir einfach eine Box gefehlt hat, die ich mittlerweile auch gekauft habe, aber die ich noch nicht holen konnte. Hier nochmal schöne Grüße, Tobi, ich hole sie, ja, sobald ich kann. Aber es hat sich einfach noch nicht ergeben. Das heißt, ich konnte auch noch nicht weitermachen, was mir schwer schmerzt. Deswegen muss ich da einfach noch ein bisschen warten und deswegen möchte ich jetzt auch nicht warten, euch die Dinger hier vorzuenthalten, weil ihr euch mich wirklich über das eine oder andere schon mehr als gefreut. Und ich habe mich über alle saumäßig gefreut. Ja, aber es sind auch wirkliche Knaller dabei und die würde ich euch gerne gleich mal in einem Update vorzeigen. Die werdet ihr irgendwann wiedersehen, also die hier nicht, weil da war ich schon.
Aber die werdet ihr irgendwann mal noch wiedersehen im Voorhees Goes to Ebbe Format und fang an mit Werewolf Woman oder eben Blutmond Terror of the She-Wolf in diesem wunderschönen 33er Cover. Die habe ich sehr, sehr lange gesucht. Ja. Die ist ziemlich selten. Das Cover hätte ich schon sehr gerne gehabt. Habe ich jetzt dann noch zu einem akkuraten Preis, ja, finden können. Der Labelchef selbst hat mir da ein bisschen unter die Arme gegriffen und hat gesagt, okay, ich gucke mal, was ich machen kann. Und tatsächlich, ja, hat sich das dann ergeben. Wunderschönes Stück. Das Cover ist fantastisch, gefällt mir richtig gut. Als X-Rated-Sammler ist das natürlich immer was Besonderes für mich. Ja. Das mag jeder da draußen anders sehen. Bei mir trifft das voll und ganz zu. Werewolf Woman oder Blutmond, Terror of the She-Wolf. Leider war der Film etwas krakig. Ja, der Trailer war super. Der Trailer reicht aber dann leider auch. Machen wir weiter mit einem Film von Andreas Bethmann, nämlich Terror Creek. Das Ganze hier in der, ja, in der Promo-Box. Ja, das ist ein Pressemuster tatsächlich. Man erkennt es an dieser gelben Panderole, die hier aufgedruckt ist. Und hier unten steht es dann auch Promo-DVD für Presse und Premiere. Deswegen ist dann hier auch der EAN-Code durchgestrichen. Auch einem hervorragenden Werk von Andreas Bethmann, das ich schon des Öfteren gesehen habe, mit einem Making-of, das einfach nur fantastisch ist. Ja, nur an dieser Stelle, mir gehen die ganzen Abgase in die Fresse, das ist absolut super. Da habe ich mich schon sehr amüsiert, Film ist auch sehr gut gemacht. Ich mag ja die Filme vom Andreas Bethmann sowieso sehr gerne. Und damit ist es natürlich auch ein rundum gelungenes Teil. Schicke Box, ja, starker Film, Edits Best. Machen weiter mit einer Elfer Hardbox von Die Rebellen des Grauens, auch hier im Embassy Cover Nachbau. Eine Elfer Limitierung von X-Rated, die ich auch ziemlich lange gesucht habe. Die war auch nicht günstig. Die Rebellion der Zombies, den Film kann ich ja schon vorher. Mir war also die Auflage von, war das Best Entertainment? Ich glaube, müsste Best Entertainment gewesen sein. War mir schon geläufig. Der Film war tatsächlich, war okay. Aber als ich dieses Cover gesehen habe, da war es um mich geschehen. Ja. Limitiert auf 11 Stück das Ganze. Die Rebellion des Grauens oder die Rebellion der Zombies. Ja. Ihre Körper sind tot, doch ihre Rache lebt. Leck mich am Arsch. Ja. Machen weiter mit Bület und Horror 6 im Geisterschloss. Hallihallo, da haben wir es wieder. Da steht es auch nochmal ganz groß, Horror 6. Und dafür bin ich ja immer zu haben. Auch hier hat mir noch gefehlt. Habe ich also in der Zwischenzeit aufgetan. Auch ein schickes Teil. Der Film war tatsächlich auch ganz gut, hat mir gut gefallen. Hätte ein bisschen expliziter sein können in den Sexszenen, aber ansonsten wunderschön und atmosphärisch. Ich mag ja diese atmosphärischen X-Rated-Titel ganz gerne, auch wenn sie filmisch meist etwas schwächer waren. Ja, es ist trotzdem schön, sowas mal zu sehen. Eine super Arbeit, eine sehr schöne Box. Hier mit der Nummer 212, die Nummer habe ich bis jetzt noch gar nicht durchgegeben tatsächlich. Also wir haben ja einmal die 303 bei Terror Creek und die 560 bei Rebellion des Grauens. Ja, machen wir es doch gleich mit. Bei Bület haben wir dann die Nummer 212. Und machen weiter mit. Die Todesparty, auch dieser Film hinlänglich bekannt. Das Cover gefällt mir hervorragend gut. Gab es ein Bootleg seinerzeit von DMC. Ich weiß nicht, ob das jemandem von euch noch etwas sagt, ein Bootleg-Label, DMC, da gab es auch verschiedenste DVDs, die immer gekürzt waren. Wahrscheinlich, dass man so auf 90 Minuten kommt, oder ich weiß es nicht genau, an was das lag. Ich habe exakt, glaube ich, bin auf drei Scheiben reingefallen, das war unter anderem die Todesparty. Kinder des Zorns, ich glaube drei und noch irgendwas, irgendein Freitag der 13. oder, nee, Kettensägenmassaker Teil 3, war das Leatherface, ich glaube. Den gab es auch von DMC, es gibt natürlich noch mehr, aber die hatte ich halt nicht. Und das war alles nicht ganz so gut, deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, als dieser Film hier endlich nochmal veröffentlicht worden ist. Das Ganze hier auf Blu-ray tatsächlich. Wunderschöne Sache. Film war richtig gut, ein richtig typischer 80er Jahre Horror-Slasher. Hat mir einfach gut gefallen, hat mich ja sehr gut unterhalten. Auch hier ein bisschen hölzern, hier und da ein bisschen dumm, eben die typischen Klischees. Die wir an solchen Filmen eigentlich ganz gerne haben. Zumindest geht es mir so. Hat mir sehr gut gefallen. Der Marty, eben der Geknechtete damals aus der Schule, der dann hier oben ist er übrigens, da kommt er, der dann seine ehemaligen Klassenkameraden abmurkst, als sie nochmal in die alte Schule zurückkommen.
Schöne Sache. Das ist übrigens kein Arsch. Ja? Auch wenn wir das beim ersten Mal angucken, ist das sofort, aha, jawohl, so sieht es also aus. Aber da die Gürtelschnalle hier zu sehen ist, ist das ein Bauch. Ja? Und kein Arsch, auch wenn es mich sofort an einen erinnert hat. Kennt ihr das, wenn eure Freundin ihre Tage hat und ihr steckt ihn trotzdem rein? Genießer wissen, von was ich jetzt rede. Die Todesparty auf jeden Fall von X-Rated hier auf Blu-ray in einem hervorragenden Bildformat mit der Nummer 340. Und weiter geht's mit Night of the Demons und schon kommt der nächste Kult. Schön ist es. Auch hier hinlänglich bekannt. Die Night of the Demons Trilogie gibt es ja auch schon des Öfteren in diesem wunderschönen Coverformat. Auch wenn es mir nicht erschließt, warum die Angela hier Freddy Krügers Handschuh trägt. Vielleicht kann mir das mal jemand erklären. Hat mich auf jeden Fall verwundert. Das ist 1A, der Handschuh von Freddy. Ja, aber sowas von. Ja, das muss ja Fotomontage sein. Wahrscheinlich. Aber cool in jedem Fall. Ein wunderschönes Cover. Film natürlich genial. Der erste Teil war meiner Meinung nach auch der beste. Auch hier auf Blu-ray dann mit der Nummer 333 und Night of the Demons. Klasse Teil, da kann ich nur empfehlen. Und machen weiter mit Tanz der Hexen oder eben Witch Story. Auch hinlänglich bekannt, relativ bekannter Film. Auch hier wieder eine Blu-ray, genau. Nur, dass ich hier keinen Fehler mache, aber war mir schon fast bewusst. Kennt man auch schon, ja. Ist auch schon des Öfteren veröffentlicht worden. Auch wieder starker Film. Hat mir auch richtig gut gefallen. Auch hier nochmal wunderschön zum Nachrüsten auf Blu-ray. Der Tanz der Hexen in diesem wunderschönen Coverformat hier mit der Nummer 343. Und machen weiter mit der Alternative. Nämlich sieht aus wie ein Hörspiel das Ganze. Für mich ist es immer eine Hörspielbox, weil hier oben das Gruselkabinett steht. Es gab früher diese Horror-MCs. MC Musikkassette, der ein oder andere weiß vielleicht nur, was es ist. Ja, ein Relikt aus längst vergangener Zeit. Die hatten hier nämlich auch immer so einen Schriftzug, da kann ich mich gut daran erinnern. Und deswegen erinnert mich das sofort an ein Hörspiel. Ich schätze auch mal, dass das Absicht ist. Ich weiß es nicht, aber ich gehe mal stark davon aus. Hier ist also der Tanz der Hexen Bonusfilm. Zumindest steht es da: Bonus Tanz der Hexen. Die Blu-ray nämlich, also das gleiche wie wir da haben. Und dazu gibt es dann Witch Story, Tanz der Hexen von 1989, also als Bonus. Wobei aber, okay, Bonus der Tanz der Hexen und hier ist aber Bonus-Disc der Hexenfluch. Also das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Eins von beiden ist auf jeden Fall der Bonusfilm. Finde ich eine super Sache. Das Cover hat mir auch sofort richtig gut gefallen. Muss ich unbedingt noch haben. Außerdem hatte ich ja den Hexenfluch von 2007 noch nicht. Kann ich euch auch noch nichts darüber sagen, tatsächlich. Wir schauen mal, um was es sich hier dreht. Diese HD-Weltpremiere dieses Italo-Schockers von 89 erfüllt alle unterhaltsamen Klischees, die dieses Genre zu bieten vermag. Als besondere Extras gibt es die Dokumentation von An Italian Witch in Florida, ein Tenebrarum Booklet von Martin Beine und einen Audiokommentar von Gerd Naumann. Na, wenn das nicht super ist. Wunderbar, diese Box hier mit der Nummer 343, also die gleiche Nummer, wie auch der Tanz der Hexen hat, natürlich, ja. In dieser wunderschönen Zweidisc-Edition mit Tanz der Hexen. Sind das zwei Discs eigentlich? Ich habe gar nicht geguckt. Ja, ist ja vollkommen wurscht. Nee, ich glaube, es ist eine Einzeldisc. Also sind zwei Filme dann quasi drauf. Denke ich. Ich konnte es euch jetzt nicht genau sagen. Eine ist noch eingepackt, deswegen werde ich die jetzt auch nicht öffnen. Also ich konnte euch jetzt nicht sagen, ob da exakt das gleiche drin ist. Ja? Muss ich jetzt ganz ehrlich passen. Ist mir auch vorher nicht aufgefallen, deswegen hatte ich jetzt kurz ein Hängerchen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ein Mann kann auch nicht alles wissen. Ja, schön sind sie auf jeden Fall, das kann ich euch sagen. Aber wie gesagt, zum Gucken fehlt mir die Zeit und ich habe mich ja noch nicht länger damit befasst. Jetzt, wo ich es weiß, werde ich das dann gleich mal nachholen. Machen weiter mit From Beyond, einem Film von Brian Usner. Klassiker natürlich. Ja, mit dem guten Peter von Dawn of the Dead, der hier ebenfalls vertreten ist und eine hervorragende Rolle spielt. Jeffrey Combs ist auch wieder dabei. Ja, meistens ja der gleiche Score. Eine wunderschöne Sache, das Ganze erschien damals mit der UFDB tatsächlich. Limitiert ist das Ganze auf 33 Exemplare. Ich habe hier das Cover D. Hier ist dann auch schon die Blu-ray drin. Ein wunderschönes Stück. Ja, mit der
Nummer minus 2, die schönen X-Rated Minus-Nummern, auch da habe ich mal ein bisschen gewildert zuletzt, dass ich mir da noch ein bisschen was aneignen kann. Genauso wie Nackt über Leichen, ein Giallo von Lucio Fulci. War jetzt nicht ganz so meins, muss ich tatsächlich gestehen. Gab es ja schon oder gibt es ja auch von der Edition Tonfilm. Auch da habe ich Nackt über Leichen. Auch in diesem, also das hier ist jetzt kein Nachbau, ne? Die Box, Entschuldigung, von der Edition Tonfilm ist ja 1:1 der Silber-Video-Nachbau. Das haben wir hier nicht, auch wenn das hier natürlich das Silber-Videocover darstellt, ja, oder das Silber-Videocover ist. Auf jeden Fall interessant, ja, für Fulci-Komplettisten in jedem Falle eine schöne Sache. Das Ganze hier, die X-Ray Italo Giallo-Serie Nummer 0 tatsächlich. Sind wir hier. Ja, und die Nummer minus 5 auf dem Spike. Machen weiter mit den Minusnummern. Jetzt meist mal so rum, weil da macht es sogar Sinn. Nämlich die lebenden Leichen des Dr. Jekyll. Das Ganze ein Film von Jess Franco. Ist doch so, oder? Bitte lass mich nicht im Stich. Ja, Jesus Franco Manera. Also habe ich schon richtig auf dem Schirm. Das Ganze hier auch im alten Topics-Video-Nachbau sieht super aus. Die Covers sind natürlich fantastisch. Die Filme, naja, ich glaube, das war jetzt nicht ganz so meins, wenn ich mich recht entsinne. Aber auf jeden Fall auch hier für X-Rated-Komplettisten unwahrscheinlich interessant, weil die auch relativ selten auftauchen. Das Ganze hier auch von der Edition Tonfilm, also die gibt es nicht nur so, sondern das sind halt eben Repacks. Ich habe hier die Nummer 21 von 22, auch nicht schlecht, ja, übrigens. Und die Nummer minus 9. Und machen weiter mit der Nummer minus 10, nämlich der schreckliche Dr. Orloff. Auch hier wieder ein Topics-Video-Nachbau, sieht ebenfalls super aus. Auch hier directed by Jess Franco. Hier habe ich die 32 von 33. Ja. Immer schön knapp am Pförtner vorbei. Habe ich, glaube ich, jetzt so noch nicht gesehen. Zumindest erinnere ich mich daran nicht mehr. Sieht auf jeden Fall ziemlich sleazy aus, das Ganze. Psychedelisch, Alter. Mit der Nummer minus 10 und der schreckliche Dr. Orloff. Und machen weiter und gehen von ganz vorne nach ganz hinten, nämlich zu Sahara Cross. Das waren ja die letzten Veröffentlichungen von X-Rated, die eben pornös waren. Sieht super aus hier im Arcade-Video-Nachbau. Ja. Wunderschön gemacht, wenn man sich das mal so anschaut, mit Franco Nero in Sahara Cross. Einem schönen kleinen Road-Movie-Actioner, sowas in dem Dreh würde ich es jetzt mal nennen. Hat mir richtig gut gefallen. Mit der Nummer 23 von 66 und der Nummer 354 und Sahara Cross. Machen weiter mit der Nummer 353 und einem Film, von dem ich mir so viel versprochen habe. Dr. Fummel und seine Gespiele nennen. Absoluter Wahnsinn. Hier in der SFFF spezielle Farb-Fummel-Fassung. Ja. Das ist natürlich großartig. Eigentlich muss man, ja komm, wir lesen uns den Rückentext einmal durch, weil er einfach super ist. Ich räusper mich mal kurz und ich zitiere Dr. Fummel und seine Gespielinnen. Achtung, jetzt. Ein leicht vertrottelter Kaufmann aus der tiefen bayerischen Provinz, Gott sei Dank bin ich kein Kaufmann, will nun seinen Bandscheibenschaden auskurieren. Er fährt nach München und gerät dort dann per Zufall in einen Massagesalon. Der Betrieb wird von einem gewissen Dr. Fummel geleitet, der seine weiblichen Angestellten auf entsprechende erotische Dienstleistungen eingeschworen hat. Und der Kaufmann gibt sich den Wonnen einer Sexorgie hin, lässt sich von einem Mädchen ausnehmen. Na, Moment mal. Das ist ein bisschen doof geschrieben, deswegen habe ich jetzt hänger. Und der Kaufmann gibt sich den Wonnen einer Sexorgie hin, lässt sich von einem Mädchen ausnehmen. So steht's hier. Wird er je wieder zu seiner Ehefrau zurückkehren? Oder unterliegt er leider doch der Fleischeslust, der alte Hurenbock? Aber auch die ganzen Maulhuren haben die Rechnung nicht ohne seine Eier gemacht. Ding dong, die Hexe ist tot. Wie geil ist das bitte, weil ja, dieser Rückentext absolut fantastisch ist. Leider war der Film dann nicht das, was der Rückentext verspricht. Ein eher harmloser, kleiner Titten-Komödienfilm, so wie man sie halt kennt.
Ja, viel mehr war es dann nicht. War ganz lustig, aber müsste ich jetzt kein zweites Mal mehr haben. Trotzdem wunderschöner Nachbau, wie immer fantastisch gemacht. Eine hervorragende Sache und auch wieder etwas, das es halt so in der großen Hardbox noch nicht gab. Also damit natürlich absolut fantastisch mit der Nummer 353 und Dr. Fummel und seine Gespielinnen. Schön, dass es diese Box gibt. Ja. Und machen weiter. Entschuldigung. Mit Das Haus an der Friedhofmauer, einem hinlänglich bekannten Fulci-Film, einem seiner besten. Ja, finde auch ich. Also absoluter Klassiker, so eine Art Einstiegsdroge natürlich in den Horrorfilm. Den kennt man. Das Bild ist fantastisch. Auch hier ist schon eine Blu-ray drin. Das Ganze im UFA-Sterne-Cover. Sieht richtig, richtig gut aus. Hat mir auch richtig gut gefallen. Ja. Mit der Nummer, was habe ich hier? Die 20 von 44. Da unten steht es. Kann man auch nichts falsch machen. Also wer hier nochmal ein Upgrade auf Blu-ray machen möchte, da wäre die große Artbox dafür. Da gibt es aber natürlich auch Möglichkeiten. Also da kann man sich dann aussuchen, was man denn so möchte. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Und machen weiter mit der 355 Bloody New Year, der mir sehr gut gefallen hat. Den habe ich nämlich letztens erst gesehen. Ein wunderschöner kleiner Slasher, bisschen strange. Ja, aber das hat es eigentlich auch ausgemacht. Also ich war 90 Minuten feinst unterhalten gewesen. Was, ja, ne, und mehr ist dazu nicht zu sagen. Original VHS-Nachbau. Mir ist gerade das VHS-Label entfallen, aber ich habe die VHS selbst gesehen, von der das Bild hier quasi stammt. Ja, sieht super aus, ne? Scharf. Das Ganze, das Cover ist fantastisch gemacht. Mit der Nummer 20 von 66 und Bloody New Year. Und machen weiter mit der Nummer 344 und zwei Companeros. Das Ganze im VPS-Nachbau. Der Western war ziemlich gut, den kenne ich nämlich, auch wenn diese Box hier jetzt noch verschweißt ist. Tatsächlich eine der wenigen verschweißten X-Rated-Boxen. Das gibt es ganz selten tatsächlich, deswegen habe ich sie mal so gelassen, schon alleine aus dem, ja, dem Niedlichkeitsfaktor wegen. Ja, ein wunderschöner kleiner Western, nochmal, der mir ziemlich gut gefallen hat, mit Starbesetzung, aber auch Franco Nero, Thomas Milian, die kennt man eben aus einschlägig bekannten Western. Wen haben wir noch? Jack Palance, Iris Berben, ja, Regie Sergio Corbucci, Musik Ennio Morricone. Kennst du dich aus? Ja, Ennio Morricone und Sergio Corbucci, das ist natürlich dann schon eine Hausnummer. Ennio Morricone sowieso. Erinnere mich jetzt an den Score tatsächlich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass der von Ennio Morricone schon ziemlich gut war. Sergio Corbucci, den kennen wir ja vor allem aus Leichenpflastern seinen Weg. Ja. Oder eben auch Django. Ja, also das ist schon ein Western-Experte, genauso wie Franco Nero, den kennen wir auch aus Django. Thomas Milian aus Django, Leck Stau von meinem Colt zum Beispiel. Ja, Jack Palance sowieso für jeden B-Movie gut, also den kennen wir auch aus verschiedenen Filmen. Und die Iris Berben, die kenne ich eher als sektschlürfende Milf, aber gut. vielleicht hat sie ja mal anständige Filme gedreht. Das Ganze auch hier auf Blu-ray. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Schaffen der Dame nicht sonderlich verfolgt. Entschuldigung, Frau Berben, wenn Sie denn überhaupt noch am Leben sind, dann seien Sie gegrüßt an dieser Stelle. Weiß das jemand von euch? Ich hoffe, sie lebt noch. Jawohl, eigentlich. Also, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, wäre es mir eigentlich auch wurscht, ne? Aber ich weiß es jetzt wirklich nicht. Die Iris Berben, auf jeden Fall, die kennt man auf jeden Fall. Zumindest aus der Anti-Faltencreme-Werbung, glaube ich, da hat sie mal eine Werbung gemacht für gesund und gut irgendwie. Da zieht sie die, da fliegen dir die Motten aus der Rübe. Und wenn du deine Birne mit dem Zeug einschmierst, ich glaube, da war mal irgendwas, aber sonst habe ich die Iris Berben wirklich recht wenig verfolgt. Ich habe übrigens die Nummer 15 von, steht das hier irgendwo? Moment mal. Ab 16 Jahre, 120 Minuten, Cover A. Ah ja, da, limitiert auf 66 Exemplare. Ne? Also, ich habe hier die Nummer 15. Sieht super vielversprechend aus. Ich erinnere mich auch gut an diesen Film, den habe ich schon mal gesehen. Und der war, glaube ich, auch für den Western ziemlich gut. Western ist halt nicht so mal Stammschauder, deswegen will ich da mal nicht so weit reinreden. Ob ich da wirklich so einen guten Unterschied erkenne. Weil da sprechen die Leone-Western natürlich so ein bisschen für sich. Ne? Die waren schon filmisch saumäßig stark. Aber ansonsten ist so in der Western-Unterteilung bin ich jetzt nicht ganz so firm. Aber ich meine, dass der ganz gut war. Zumindest fand ich den als Kind ziemlich gut. Weil da war ich noch ziemlich jung, als ich den eins sah. Sollte ich mal wieder machen.
auf jeden Fall ein heißes Teil. Und machen weiter mit einem absoluten Klassiker, nämlich Verdammt zu leben, Verdammt zu sterben. Der Western war hervorragend. Das kann ich euch schon mal garantieren. Geiles Teil, den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Das ist ein absolut genialer Western gewesen. Dreckig, dramatisch, hat auch die ein oder andere etwas härtere Szene, was diesem Film auch ganz gut getan hat. Hat mir einfach nur sehr, sehr gut gefallen. Kann ich auch nur empfehlen. Den schaue ich gern zwischendrin immer wieder mal und ich bleibe kein Western-Experte. Aber dazu lasse ich mich schon gern mal auch hinreißen. Das Cover ist schon fantastisch. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch hier wieder VPS-Nachbau mit der Nummer 36 von 44. Genial, auch hier dann schon die Blu-ray drin. Übrigens ein Film von Lucio Fulci mit Fabio Testi und Thomas Millian. Erneut haben wir ihn hier. Genau, Fabio Testi, Thomas Millian, Regie, Lucio Fulci, steht ja alles drauf. Es war mir sogar gerade entfallen, tatsächlich, dass der Film von Lucio Fulci ist. Ja, das habe ich jetzt gerade gelesen. Das wusste ich schon gerade gar nicht mehr. Spricht aber auf jeden Fall für sich, war ein geiler Western. Und machen weiter mit Tiger Joe bzw. Jäger der Apokalypse 2. Auch den habe ich schon vorgestellt, als er neu rauskam, weil der Film einfach cool war. Ja, den gab es ja so nur als ziemlich schlechtes Bootleg seiner Zeit in einer großen Hardbox zusammen mit dem Teil 3, der ja eigentlich gar nicht Teil 3 ist. Sondern er wurde halt so genannt. Ne? Das waren halt dann zwei Söldnerfilme quasi in einer großen Hardbox. Hier dann nochmal in einer wunderschönen Veröffentlichung auf Blu-ray. Bild ist fantastisch. Film hat mir richtig gut gefallen. War schön, den mal wieder zu sehen. Mit David Warbeck, starker Schauspieler, der hat ja auch schon im ersten Teil eben mitgespielt. Der spielt hier den saufenden Tiger Joe. Der mit seinem Kumpel, ja, Midnight heißt er hier, wie der Schauspieler gerade heißt. Verzeiht mir, dass ich nachschauen muss, wenn es hier irgendwo steht. Das weiß ich nämlich gerade leider gar nicht. Auf jeden Fall hat er auch im ersten Teil mitgespielt. Und ist auch schon im ersten Teil dahin geschieden. Ich konnte es euch leider gerade nicht sagen. Oh, Tony King, da steht es, genau. Tony King, ein farbiger Schauspieler, der ganz gut war und auch hier im ersten Teil dann schon mitgespielt hat. Der wird dann in dieser Dschungel quasi, werden ihm die Beine weggeschossen. Das ist hier der Midnight, das ist der Tony King, der spielt ja auch wieder mit. Starker Film, war ziemlich gut, hat mir richtig gut gefallen. Das Bild ist hervorragend, so eine schöne Premiere mit der Nummer 351 und Jäger der Apokalypse 2. Und nähern uns dann doch so langsam dem Ende. Gott sei Dank, irgendwann mal ist auch gut. Ne? Es sind noch exakt 4 Boxen, abzüglich der noch 3. Und Asylum, das Ganze hier im VPS-Pappe-Nachbau. Die ich auch immer ganz gut fand. Ja, das sind diese alten Pappschuber von VPS gewesen. Die sahen dann so aus. Ja, der Film ist... also atmosphärisch war er recht dicht, mit Peter Cushing natürlich, der immer für einen Film gut ist. Hat mir, glaube ich, auch gut gefallen. Ich glaube, dass er etwas lahmarschig war. Daran glaube ich mich zu erinnern, dass ich dann so zwischendrin so mal die Lust verspürte, auszumachen, weil er einfach nicht in die Gänge kam. Müsste ich aber auch nur meine Sichtung wagen. Der Nachbau ist auf jeden Fall fantastisch. Auch hier schon eine Blu-ray drin. Cover C, limitiert auf 44 Exemplare, steht hier unten. Das Cover ist super, ja. Da konntest du auch nichts falsch machen. Das können wir ja auch mal aufmachen. Hm. Oh, da habe ich tatsächlich sogar, da sehen wir es, Blu-ray und DVD mit der Nummer 1 von 44 tatsächlich. Da habe ich ja richtig Glück gehabt und habe meine Nummer 1 abgegriffen. Warum auch nicht? Ja, schönes Ding. Und machen weiter mit Das verfluchte Haus. Und auch hier treffen wir den guten alten Franco Nero wieder. Da ist er nämlich. Habe ich noch nicht geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich auch einfach noch nicht so lange, deswegen bin ich noch nicht dazu gekommen, mir den anzusehen. Sollte ich aber mal machen. Also ich würde mal tippen, sieht eigentlich ganz gut aus. Ne? Ja, doch. Ist das überhaupt der Franco Nero? Ja klar, da steht es ja. Man soll ja immer, man soll ja nie vorgreifen. Das war jetzt auch wieder so ein 50-50-Ding tatsächlich. Aber ich bin ja immer so, was Schauspieler betrifft, gerade von Filmen, die ich selbst noch nicht gesehen habe, da bin ich immer ein bisschen wackelig. Also das hätte jetzt auch noch hinten losgehen können. Aus der Eurocult Collection, also gibt es sicherlich auch ein Mediabook, ganz bestimmt. Das Ganze hier Hardbox Cover 10 mit der Nummer 8 von 44. Wie gesagt, konnte ich mir noch nicht anschauen. Werde ich aber demnächst dann machen. Auch eine Blu-ray drin, weil es einfach ziemlich einladend ausschaut.
Und machen weiter mit Zombie 3, einem hervorragenden Zombie-Film. Meiner Meinung nach ziemlich unterschätzt das Ganze. Für Italo-Zombie-Film-Freunde das auf jeden Fall eine schnelle, harte und einfach nur hervorragende Nummer. Natürlich auch Schema F, logisch, aber trotzdem gut gemacht. Gucke ich auch immer wieder gerne, hat mir richtig gut gefallen das Ganze. Das Ganze hier auf 66 Stück limitiert. Wie ihr seht, ist die hier noch zu, weil es gibt da einfach auch schon andere Boxen. Also ich habe zumindest die von XT. Hier ist aber schon dann die Blu-ray drin. Wie gesagt, muss ich jetzt nie unbedingt auf Blu-ray nochmal sichten. Deswegen habe ich dieses schöne Upgrade mal zugelassen. Auch hier wieder eine eingeschweißte X-Rated Box, was immer ziemlich schön ist. Atomverseucht und Untot, sie kommen wieder. Auf jeden Fall mit der Nummer 16 von 66 und Zombie 3 mit der Nummer 335. Und kommen wir zum Finale mit Curtains, Wahn ohne Ende oder Mary, Mary, Bloody Mary. Auch den habe ich noch nicht gesehen. Wie man sieht, ist der auch noch verschweißt. Ja, deswegen konnte ich den noch nicht gucken. Sollte ich vielleicht auch mal machen mit der Nummer 6 von 44, auch hier in der Blu-ray drin. Kann ich euch jetzt nicht mehr drüber sagen, weil ich den Film schlichtweg einfach nicht kenne. Trotzdem natürlich, X-Rated, da geht es alleine schon um die Nummer. Ne, habe ich mir das Ganze dann jetzt noch grundversorgt mit der Nummer 347 und Curtains. Und damit sind wir durch mit meinem kleinen Update für die letzten 2 Monate. Ja, diesmal hat es gar nicht so lange gedauert, knapp eine Stunde. Das gibt man gut weg. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten. Ich hoffe, ich habe euch nicht genervt. Und wenn doch, dann... ja, ist es eben so. Ich wünsche euch da draußen erstmal alles Gute. Ja, ich wünsche euch da draußen, das klingt so furchtbar. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt schön gesund. In diesen Zeiten sollte man das immer wieder sagen. Und schaut gerne wieder bei mir rein. Wenn euch das Ganze jetzt gefallen hat, denkt daran. Gebt mir bitte Bescheid, ob 84 oder Retrofilm zuerst. Das wäre recht wichtig zu wissen für mich, weil ich ja dann weiter... mir Pläne machen konnten, wie es hier mit den Videos weitergeht. Ich werde natürlich nach wie vor versuchen, das Ganze wieder regelmäßiger zu machen. Wie gesagt, das ist in diesen Zeiten einfach so, dass die Formate halt auch etwas ruhen. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich keinen Elan dazu hätte, sondern mir hat ein bisschen die Zeit gefehlt. Und wenn man sich dann auch nicht sehen darf in verschiedenen Haushalten, dann ist das halt einfach schwierig. Deswegen kam jetzt auch die letzten 2 Wochen nichts. Aber das wird nicht so bleiben, natürlich. Wie gesagt, alles Gute da draußen. Ich bin raus für heute. Wünsche euch eine schöne Zeit. Einen steifen Schwanz, eine feuchte Dose, was auch immer. Ja, macht's gut. Viva la Geschlechtsverkehr. Buh!